So, liebe Leute, es geht weiter mit Hogwarts Legacy. Leider ist der gestrige Stream abrupt geendet, nachdem ich kein Internet mehr hatte. War mega geil. Aber jetzt geht's weiter. Also wir müssen einerseits noch das mit dem Ausweichen machen. Spiel, Fokus bitte. Viermal habe ich es jetzt schon geschafft. Ich habe jetzt gerade vor mir für mich ein bisschen kurz gespielt. Und dann hätten wir noch das mit Hauch von Liebe. Und das mit dem Koboldlager. Ich glaube, wir machen das mal mit dem Hauch von Liebe. Und da schauen wir uns mal die Schatzkarte kurz an. Eine Brücke mit Kerzen, den Wald, Hogsmeade, glaube ich, soll das sein. Und das da. Und ich glaube, das da habe ich beim verbotenen Wald schon gesehen gehabt. Der Eingang da. Ich glaube, dahin werden wir mal eine Schnellreise machen. So, irgendwo da. Verbotener Wald. Reisen. Kann mich auch täuschen, aber ich meinte, dieses komische Steintor habe ich da gesehen. Und dann irgendwie Ausschau nach fliegenden Kerzen halten. Ah, das Spiel wird so schwer für mich werden mit dem Kampf. Was zum... Ach, hier. Wo war das Eingang? Da ist der Eingang. Und die Brücke mit fliegenden Kerzen. Moin. Liebesbrief. Liebster Apollonia, würdest du dich mir zu einem Picknick anschließen? Ich weiß, dass du eine vorrangige Pastete aus Cornwall fast sehr magst wie einen guten Krimi. Ich hoffe, dich bald wieder zu sehen. Dein Richard. Fliegende Kerzen. Meinen die das hier? Aber es sind halt keine Kerzen. Fliegende Kerzen. Das ist auf alle Fälle das hier von der Schatzkarte. Gerade mal gucken. Inventar. Liebesbrief, Dingschrift, Briefe. Wo sind die Karte jetzt? Da. Ansehen. Doch, das ist es. Und da zu einer Brücke und irgendwas mit Kerzen. Ja, vielleicht weiter in die Richtung. Ich glaube jetzt nicht, dass ich verboten in den Wald reingehen muss. Da ist auch nichts am Rumfliegen. Kommt da noch mal eine Brücke? Wer hier wohl gelebt hat? Was meinst du? Da hier? Könnte man eigentlich mal reinschauen. Und alles mitnehmen, was wir hier so sehen. Rebellion. Da hinten hat's auf alle Fälle Sachen unter oben. Oh, nice. Truhe. Schuluniform mit Tattersall Karo-Weste. Okay. Ich frage mich halt, ob das mit den Kerzen symbolisch gemeint ist oder ob das wirklich Kerzen sein sollen. Finde den Schatz anhand der Schatzkarte mit den fliegenden Kerzen. Drückt man nochmal V. Brücke ist wie Kerzen abgebildet. Ich habe sie. Was ich zwar. Ja. Da glaube ich kaum keine Brücke mehr. Da geht's nach Hogsmeade. Irgendwas übersehe ich. Da, da hinten.
Probier mal Lumos bei der Brücke. So. Oh, was ist das? Was sind nur die Dinger? Shit. Ah, aber da hinten ist noch was. Ach, das sind die Blutdinger da. Warum seid ihr zwei so besonders? Revelio. Das gibt's doch nicht. Hier rein. Liegen die Kerzen. Da hinten hat es schon Gegner gemäß Karte. Regie, weiß das gerade jemand? Moin, Katschutz! Oh, was ist das? Geld. Warum hast du mir das vorher nicht angezeigt? Ach, egal, dann laufen wir halt immer weiter. Moin. Oder hier unten? Ah, ich bin so schlecht mit so Rätseln. Immer. Was zum. Rebellion. Ach, ihr macht diese Geräusche. Okay, alles klar. Ja, mal Richtung Hogwarts. Moment, ist das vielleicht ein Weg hier nach oben? Das sind nur die Zutaten, was ich halt wieder einsammeln kann. Nö, das war komplett falsch. Revelio. Und was ist das? Ich glaube, das ist wieder eins dieser Rätsel da. Welches Level ich bin. Was sehe ich denn das? 10. Wie auch immer ich das geschafft habe. Revelio. Also ich bin jetzt irgendwie kurz davor, dass ich glaube ich mal schnell Google frage, wo ich diese. Was die. Du wirst diese Steine brauchen, die an den Hängen und so findest. Naja, das tue ich eh immer wieder regelmäßig einsammeln. Moment, was ist das da hinten? Und ich höre Stimmen. Was sind das für Dinge hier? Ist das so ein Trainingsding? Revelio. Steht auf alle Fälle. Ah, das ist wieder so ein Merlins-Rätsel da. Okay. Kann man machen. Ist hier irgendwas? Nee. Mal gucken. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Alles klar, irgendwas mit den Kugeln da. Also die vielleicht alle kaputt machen? Das war gar nicht so knifflig, Merlin.
Cool, das war einfach. Ja, okay, also... Ach, da oben sind Gegner, aber die könnte ich eigentlich gerade mal nutzen wegen der Ausweichsache. Wer sich mit mir anlegt, landet in 10 verschiedenen Gräbern. Oh, der startet voll gut weg. Wenn das nicht Nora Treadwells kleines Kenner. Fuck. Wo ist der andere? Ein wilderer weniger in unserer Welt. Aber noch zwei? Oh. Okay. Was kriegen wir denn jetzt hier Schönes? Geld. Ansonsten habe ich jetzt... Ja, das sind wieder die Pflanzen. Ah, da ist aber noch eine Kiste. Hast du dein Testament geschrieben? Wer sagt es? Wo bist du? Ach, da oben. Wie bist du da hoch? Ach, da ist der Weg. So, komm her, Kollege. Ah, fuck. Komm, komm, komm. Ich könnte schon. Ah. Nice. Gibt schöne Sachen hier. Und? Okay. Ah, wir haben neue Sachen. Ich werde mich mal upgraden. Also ich fange heute Mittag nochmal neu an. Wollte den Crucio-Fluch nehmen, habe mich aber verklickt. Ausrüstung. Outfit. Plus 9, plus 4. Ja, dann nehme ich mal das da. Habe ich nicht noch was Neues kriegt? Halt nicht so. Okay. Hat er mir denn das Ausweichen jetzt bei die Aufträge gewertet? Wo war das? Oh ja, 5. Okay, dann müssen wir sowieso noch irgendwie Gegner suchen. Geh zum Koboldlager. Sonst machen wir mal das. Wo auf der Karte ist denn das? Holy shit, das ist ganz da hinten. Machen wir mal eine Schnellreise. Einmal reisen. Eventuell findet man ein paar Gegner, wo ich wieder ausweichen trainieren kann. Komm, schneller laden. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Allerdings. Da hat's aber Schatz. Wo ich ja natürlich nicht rein kann, weil die Tür zu ist. Was ja grundsätzlich schlau ist. Hast du was Schönes zum Kaufen? Hallo, Sir. Was verkaufen Sie? Hallo, ich bin Jalal Semi und dies ist mein Zaubertrankladen. Ich beantworte gerne all Ihre Fragen. Ja, ich würde mir gerne mal was die Waren ansehen. Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich heute behilflich sein? Zutaten, Eduros. Warte mal. Die Verteidigung des Trinkenden erhöht. Das hätte ich gerne einmal. Ah ja, eine sehr gute Wahl. Vielleicht kann ich das beim Duell nutzen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Gegner. Nachdem, was irgendwo da vorne. Dem Koboldbankier bei Gringotts angetan hat, sollte mich das mit Ahn nicht überraschen. Spinne! Komm her! Okay. Nice! Mach das nochmal. Komm, braucht es noch ein paar Mal.
Hey, das ist gemein. Cool. Ich kam keine Sekunde zu früh. Boah. Kobolage. 380 Meter. Ja, also die Spinne wäre jetzt noch nicht schlecht. Fragezeichen? Und Gegner? Was? Beasts Welcome? Rebellion. Oh. Handbuchseite. Schwarze Hebride ist ein großer Drache, der über 9 Meter lang werden kann. Eine große, grobe Schuppe, die ursprünglich zu einem dieser Tierwesen gehörte, zählt zu den wertvollsten Besitztümern, die Archibikle in seinem Versteck aufbewahrt. Ach, da hinten ist die Kreuzspinne. So, komm, mach mal einen Angriff. Nice. Oh, geil. Kritisch. So, Status. Wie viel brauche ich jetzt noch? Aufträge? Einmal noch. Nice. Oh, ich hätte gedacht. Hinter den Ruinen. Hier bin ich richtig. Geil. So, da vorne müsste es sein. Oh, oh, da ist Danger Ramen. Ein Lager. Das muss es sein. Befreite Khan aus dem Lager. Bitte lass das jetzt nicht voll sein. Offenbar gibt es mehr. Nice. Ja. Ein lästiger Mensch weniger. Komm, X. Holy shit, das hat gekracht. Nein! Nein, nein, fuck, fuck, fuck. Okay, ich werde besser mit dem Ausweichen. Gott sei Dank macht das Spiel wie so eine Mini-Pause, wenn ich irgendwie ausweichen muss. Okay. Na, sicherlich nicht. Fuck. So, er hier. Komm her. Nice. So, Kollege, komm her. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Komm, versteck dich nicht. Aber ich muss irgendwo nach oben. Überlebst du nicht, junger Mensch? Ah, doch, bin da ziemlich guter Dinge. Ich kann dich nicht anvisieren, Mann. Was ist denn das für ein Kack? Fuck. Kann ich da irgendwie rauf? Ja, toll. Wie bist denn du da überhaupt raufgekommen? Mann. Looten kann ich... Ach, das... Du bist zum Sterben hier, was? Ja, das beruhigt dich. Nice. Schlecht. Und jetzt cool. Zu Arns Karren.
Nö, erstmal. Guck mal, hier looten, würde ich mal sagen. Rebellion. Und seine Rätsel da lösen. Okay, was sind das für Sachen hier oben? Irgendwelche Kugeln? Wir müssen vermutlich hier hin. Ich glaube, ich muss dafür das erstmal hier starten. Öffnen. Ah, stimmt ja. Der hat ja noch erwähnt, dass die von alleine fahren. Die Karren kehren zu Ahn zurück? Ja, das ist in der Tat praktisch. Ausrüstungsplätze sind voll. Was? Ich muss Shit verkaufen. Ausrüstung. Da hatte ich neue Sachen. Sollen wir mal zerstören. Weil es wäre halt schlauer, wenn ich das verkaufen würde, ne? Also nochmal. Hexerhut. Und Lederhandschuhe. Ja, bitte. Einmal ausrüsten. Nice. Das heißt, zerstören einmal. Und wenn ich irgendwo beim Händler bin, werde ich wieder Sachen verkaufen. Oh, ich habe was übersehen. Ah ja, stimmt. Der Hut. Plus 11. Verteidigung 24. Gut. Die zerstört. Nice. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Ja. Oh, da hinten. Da hat's aber recht viele Dinge mit diesen Kugeln. Ja, gut. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den Kugeln da oben an. Wie war das mit 3, ne? Zwei. Oh, da kommen gleich alle. Okay. Das war Nummer 1. Nummer 2 habe ich auch schon gesehen. Lumos. Ah, nicht Lumos. 3. Komm. Da. Diese Platte. So, jetzt brauche ich noch einmal solche Kugeln. Hier hat es noch so ein Teil. Wo sind die Kugeln dafür? Das kann ja nicht so weit weg sein. Kugeln! Wo sind hier noch Kugeln? Rebellion. Warum kann ich diese Kiste hier nicht aufmachen? Ah! I see. Das ist für die Kiste da hinten. Drittes Set Kugeln, drittes Set Kugeln. Weißt du die Regie vielleicht gerade, wo das dritte Set der Kugeln ist? Die waren halt alle recht in der Nähe von dem, wo sie hin müssen. Oder da oben vielleicht. Geh mal bitte dahin. Irgendwie da so ran. Naja, vielleicht kann ich ja springen. Ugh.
Ja, aber immerhin hat es dafür eine Kiste hier. Sehe ich hier Kugeln? Es sind einfach keine Kugeln in der Nähe. Wo könnten die sein? Die waren doch nicht in solche Sachen versteckt sein, oder? Dass ich jetzt hier Sachen kaputt machen muss. Ah, egal. Machen wir mit der Mission weiter. Dann kann ich auch die Sachen verkaufen. Das ist mir jetzt nicht so wichtig, dass ich alle Nebenmissionen fertig mache. Ich will eigentlich eher die Hauptstory weiterspielen. So, einmal reisen. Dankeschön. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. So, wo ist er? Ach, da hinten. Wenn Sie etwas kaufen wollen, fehlen mir leider... Gute Neuigkeiten, Arn. Die Karren sind bald zurück. Ich bin sprachlos. Ich hatte schon jede Hoffnung verloren, mein Hab und Gut wiederzusehen. Renrocks Leute verhöhnten mich dafür, an das Gute in Zauberern zu glauben. Gut, dass sie sich irren. Das ist schwer, aber das nicht. Es war kein Problem. Ich kam relativ leicht an die Karren. Ich bin froh, dass sie wohl auf sind. Oh, ich freue mich auf mein Hab und Gut. Vor allem die Farben. Sie haben mich inspiriert. Ich pflege seit Jahren Umgang mit Hexen und Zauberern. Und wir haben uns stets blendend vertragen. Vielleicht wird mein nächstes Werk eine Hommage an alles Schöne zwischen uns. Gute Idee, Arn. Ich wünsche viel Erfolg dabei. Ich kann es kaum erwarten. Danke nochmal für all die Hilfe. Kein Problem. So, Sachen verkaufen. Beziehungsweise, bevor ich da gleich alles verkaufe, habe ich auch wirklich alles ausgerüstet, was geiler ist, als das, was ich jetzt habe. Nee. Okay. Okay, das lasse ich jetzt mal an. Kopfbekleidung. Aber das ist schlechter. Sonst irgendwas? Mäntel und Umhänge. Level 11. Okay. Ja gut. Moin, ich hätte Sachen zu verkaufen. Hallo, Mr. Semi. Was kann ich für Sie tun? Das sieht so komisch aus mit der Brille. Was verkaufen Sie? Das geht in dem Menü. Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich heute behilflich sein? Ich möchte verkaufen. Okay. Hervorragend, Level 10. Okay, jetzt sagt, glaube ich, nur das an, was ich nicht anhabe. Ja, dann. Das werde ich im Nu wieder verkaufen. Danke. Es ist schade, dass man da immer gedrückt halten muss. So, dich behalte ich, weil du bist besser. Okay, cool. Haben wir wieder Geld. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, mal sehen. Aufgaben. Aufträge. Finde die fehlende Seite des Us. Entwaffnungszauber lernen, das war klar. Jetzt können wir Verteilung gegen die dunkle Künste machen und noch Hauch von Liebe. Moment. Ha! Ich habe gerade einen Hinweis gekriegt. Das mit Hauch von Liebe. Ich war richtig. Aber ich muss da bei Tag hin. Ah, schauen wir mal, ob da jetzt was anderes ist, wenn es Tag ist.
Was haben Sie jetzt vor? So, was ist jetzt hier denn dann anders? Revelio. Das sieht ja immer noch genau gleich aus wie vorher. Das sind keine fliegenden Kerzen. Stehst du es gerade nochmal nach? Na gut, machen wir die Hauptmission. Das ist ein bisschen doof hier mit der Nebenmission. Karte. Aufträge. So, markieren. Dankeschön. Einmal nach Hogwarts, bitte. Okay, kommen wir da irgendwie nah ran? Jo, der liegt daneben. Sehr gut. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Südle. Oh, startet von allein. Also im Vergleich zu den anderen Schülern schaue ich halt echt komisch aus. So, mein Sinn. Ich hoffe, Sie haben alles geschafft, was ich Ihnen aufgetragen habe. Ja, gerade so. Professor, ich habe Ihre letzten Aufgaben alle abgeschlossen. Gut gemacht. Dann sind Sie bereit für Expelliarmus. Geben Sie Acht. Mit dem Entwaffnungszauber können Sie selbst die mächtigsten Hexen und Zauberer entwaffnen, mit denen Sie es zu tun kriegen. Zaubern erfordert Konzentration und einen ruhigen Zauberstab. Okay, als Alternative zu den Flammen. Gute Arbeit. Die Puppe ist hier, falls Sie noch üben möchten. Ich möchte tatsächlich mein Kampfset jetzt hier ändern. Ich hätte gern... Ach, ich kann das ja... Machen wir das mal so. Auf die 2. Okay. Expelliarmus. Sie scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Aber üben Sie weiter. Expelliarmus rettet Ihnen vielleicht mal das Leben. Ja, davon gehe ich aus. Rebellion. Gibt's hier noch irgendwas? Nö. So, dann ab jetzt in den verbotenen Wald. Meinte ich, ging es jetzt dann gerade weiter. Aufträge. Ja, trifft dich mit Jigga Jackdaw im verbotenen Wald. Alles klar. Einmal markieren. Karte. Dann gehen wir genau zu dem Platz, wo wir heute schon zweimal gewesen sind. Ich werde bestimmt drauf gehen. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Oh, 200 Meter da rein. Ab in den verbotenen Wald. Keiner hält mich auf. Was steht denn da? Mystery of Magic Dangerous. Was bist du denn da? Leviosa. Ich glaube, ich muss ein bisschen runter. Nein! Doch nicht direkt dahin! Ich
Peliamus! Leviosus! Holy shit! Wo ist er? Fuck! Okay, ich hätte gerne einen Zauberstab mit ein bisschen mehr Wumms. So, darüber. Holy shit. Da sind ein Haufen Gegner oder was auch immer. Was meinst du mal? Da oben hat es eine Kiste. Das sind aber, glaube ich, normale Gegner. Ach, jetzt machen wir erstmal die Hauptmission. Kann man das ja alles noch später anschauen. Oh. Hier bin ich. Wie versprochen. Guten Tag. So sieht man sich wieder, Richard Jector. Es überrascht mich nicht, dich hier zu sehen. Es braucht die Gerissenheit des Slytherins, diese Seiten aufzuspüren. Schön gesagt. Wie geht es jetzt weiter? Folge mir. Ich werde dich so weit bringen, wie ich kann. Aber ich fürchte, es widerstrebt mir, den Ort meines Ablebens aufzusuchen. Halte Ausschau nach einer Vogeltränke. Wenn du sie findest, sag Intramuros. Ich glaube, das ist Latein. Oder Griechisch. Wie du dir denken kannst, habe ich in der Schule nie gut aufgepasst. Wollen wir? Alles klar. Gehst du vor? Gibt es neben der Vogeltränke noch etwas zu beachten? Ja, es gibt einige Orientierungspunkte. Steinbrücke, ein Wasserfall und ein See, denke ich. Du wirst schon sehen. Das war sehr hilfreich. Danke. Es ist erstaunlich, wie viel mir unglücklicherweise wieder einfällt. Ja, toll, spielen. Oh, Schnellreisepunkt. Ja, mit jedem Schritt, den wir uns nähern, kehrt mehr meiner Erinnerung zurück. Revelio. Am besten lasse ich dich nun allein. Bleib einfach auf dem Weg und halte Ausschau nach der Vogeltränke. Ach komm, du bist doch schon länger tot jetzt. Geh doch mit ist mir... Ist das jetzt Latein? Oder ist auch Griechisch? Scheiße, Level 20. Ich glaube, ich sollte hier echt noch nicht sein. Fuck! Alter, von hinten. Oh, shit. Fuck. Ah, Mann. Versuche es erneut. Warum schickst du mich da in Gegenden rein, wo die so High-Level sind? Das ist ja voll unfair. Okay, ich bin wenigstens wieder hier. Was sagt denn das Spiel dazu, ob man nicht da eigentlich reingehen sollte? Steht da gar nicht. Es ist halt ein bisschen... Moment. Ich einfach hier weitergehen sollen? Ich glaube, ich bin falsch gegangen. Ich muss einfach weitermachen. Revelio. Also die haben sich wirklich Mühe gegeben mit den ganzen Schildern hier. Da gibt es wirklich nicht zu wenig. Der Wasserfall. Für einen Dieb ist Jector überraschend verlässlich. Hat es denn was Spannendes? Nö.
So, Pathfinding sagt hier lang. Da wäre ich mit dem Ausweichen noch ein bisschen besser gewesen und wäre nicht da an die Wand ran, dann hätte es vielleicht geschafft. Seltsam feierlich, dieser Ort. Hirsche sind so majestätische Wesen. Ach, da hinten. Okay, dachte schon, wo siehst du da Hirsche? Da, Schnellreise. Genau wie Jektor es beschrieben hat. Revelio. Ah, hier. Intramuros. Und jetzt? Ah, hier. Okay. Oh, was zum... Hier draußen wird euch niemand hören. Ranrock wusste, dass du uns zu dem führen würdest, was du versteckst. Na geil. Okay. Oh, er hier noch. Geil. Diese alles einsam. Ich werde Randolph nichts mehr berichten. Mal sehen, nope. Wohin Jektor mich geführt hat. Okay, bevor ich da was jetzt reingehe, habe ich jetzt was gekriegt, was irgendwie geiler ist. Nö. Nö. Alles klar. Endlich geht's weiter mit der Hauptstory hier. Oh, das sieht aber mega schön aus. Wie groß dieser Ort wohl sein mag. Okay. Da sollten wir vielleicht nicht einfach so reinlaufen. Das wird so ein Rätsel. Ja, das war es ein. Beeindruckend. Dorthin muss das alles führen. Coole Sache. Jemand wollte hier unten keinen Zufallsbesuch haben. Einer meiner Zaubersprüche mir hierbei helfen könnte? Ja, sicher Feuer hier. Inzendium. Geht doch. Ja komm, lauf durch. Oh ne. Au. Das war jetzt mein geiler Finisher. Der Marker ist da vorne. Soll ich nicht hier lang gehen? Ach so, nee, der zeigt da unten hin. Okay, alles klar. Vielen lieben Dank für den Follow. Ah, warum müssen das immer Spinnen sein? Alter. Oh, geil. Noch mehr? Ich bräuchte sowas in echt. Gegen die ganzen Spinnen und sonstigen grausigen Viecher. Ich wette, da kommt nochmal irgendwie ein Bossgegner oder sowas.
Jetzt Sachen kriegt die besser Sinn. Okay, gerade mal ausrüsten. Nice. Aber sieht jetzt nicht so geil aus, aber gut, was soll's. Und bei der Brille. Warte mal, wie ging das? Ist das Ausblend? F. Ganz normale Brille, bitte. Dankeschön. Und vielen lieben Dank für den Sub. Jetzt gerade für das Live-LB habe ich die Alerts aus. Aber vielen lieben Dank. Ja, geil. Noch mehr Spinnen. Alter, von wo? Ach, hinter mir. Kann ich das auch? Moment mal, was ist denn das da hinten? Das sieht spannend aus. Was ist das? Warum schwebt es da einfach so? Diese Plattform sollte direkt zu mir schweben können. Aber will ich da jetzt so nach da hinten? Muss eigentlich mal. Okay, ich merke mir das mal. Ich gehe jetzt erstmal dahin, wo ich eigentlich hingehen soll. 1. der Irrgarten hier. So, einmal, zweimal. Ach so, da waren drei. Es fehlt ein dritter Zauber, so wie es aussieht. Muss ich da vielleicht... Rebellion. Was ist das? Achso, Geld. Oh, hi Spinnen. Moinsen. Und jetzt vermutlich runter, wenn ich da durchgegangen bin. Oh, geil. Es ist eklig. Ah, jetzt. Gut, dass Jackdaw da nicht runtergefallen ist. Ach hier. Da geht's auch irgendwo hin. Ich glaube, ich gehe erstmal dahin. So, und Laufjumpen. Mein Sehen. Kiste. Seltsam. Ich hätte gedacht, dass Jackdaw an dieser Beute interessiert wäre. Aber es gibt keine Spur von ihm. Oh. Ihr könnt doch nach da drüben mal. Ach, jetzt darf ich aufschreiben. Oh oh, das schaut aus wie Eier. Kann ich da jetzt einfach reingehen oder in Nummer 2? Nee, einmal wegburn. Eine unberührte Truhe. Jackdaw war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Incendio. Oh. I see. Na geil. Minispinnen. Incendio. Och, will ich hier reingehen? Oh, fuck. Das ist alles so mini.
Und normalerweise, wenn da Eier sind, wird die Mutter ja vermutlich nicht weit weg sein. Boah, diese Finisher-Moves. Die sind schon ein bisschen brutal. Okay, aufmachen. Ich bin froh, dass Richard Jackdaw mir etwas hinterlassen hat. Aber wo kann er sein? Hä, kann ich da nicht durch? Warum nicht? Mann. Okay, na gut. Vielleicht von der anderen Seite dann. Bist du noch da? Ah, sehr gut. So, dahin bitte. Hallo, Königin der Nacht. Schön, bist du da. Oh, kommst du lange her. Nein, nein. Fuck. Okay, das ist hier die andere Seite gewesen. Du bist widerlich. Ja, allerdings. Okay. Nächste Kiste. Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett, aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. Okay. Große Halle. Hier vielleicht noch nicht runter. Revelio. Schon wieder so ein Plattformteil. Ja, mal gucken, was wir mit dem so anstellen können. Ach hier. Deswegen. Was? Nein. Was ist los? Hier rüber. Nein. So, dankeschön. Okay. Jetzt komm. Rüber. Nein. Rüber jetzt. Dankeschön. Ach, da sind... Ach, jetzt weiß ich, wo wir sind. Okay. Große Kiste. Schön. Okay, da geht's nicht weiter. Da würde ich ja nicht durchgehen müssen. Gehe ich mal davon aus. Nee, geht eher auch nicht. So, kann ich mit dir noch irgendwo hin? Nö. Hier unten ist auch nichts Spezielles. Also die Spinnen hier. Ja dann, hier runter. Da ist sie, die Brücke. Sie ist fast fertig. Noch mehr Spinnen? Ja, leider. So geil. Cool. Noch jemand? Ich hab's so gewusst. Das war so klar. Okay. Fuck. Ah, ich tu mal das Set mal schnell ändern. Oh ja, macht Schaden. Geil. Fuck.
Mach einen Trank. Nimm den Trank. Komm. Okay, nur noch einen von denen. Nee, so ein kleiner ist auch noch unterwegs. Alter, noch einer. Lass mich in Ruhe. Ich hasse Spinnen. Sein Jektor hier war diese Spinnen sich rasant vermehrt. Ja, leider. So, Brücke. Fast fertig, sagst du. Ah, da ist dann also Nummer 3. Eine unberührte Truhe. Jektor war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Nummer 2 und Nummer 3. Es sieht sehr schick aus. Das ist nett. Muss näher an Jektors Überreste herankommen und an die Seiten. Bitte lass es Statuen sein. Nee, eigentlich nicht, weil die werden sich vermutlich bewegen. So sieht man sich wieder, Richard Jektor. Und auch. Danke, dass du all die Jahre diese Seiten gehütet hast. Hier ist sie. Die Karte deines Verderbens, Jektor. Ist hinter diesem Raum noch etwas? Fuck. Die machen jetzt noch was, oder? Ja, aber ja klar. Mann. Expelliarmus. Protego. Okay. Okay, sehr gut. Was mit den drei Dudes da hinten? Fuck. Guten Tag. Ah, geil. Doppelpack. Nein, fuck, geh weg. Nice, Finisher. Okay, gibt's hier noch was zum Aufsammeln? Ja, das ist unheimlich. Ganz dezent, aber auch irgendwo normal hier. Ich glaube, in Hogsmeade werden wir mal schauen, ob wir unseren Zauberstab ein bisschen pimpen können. Ich habe das Gefühl, wir machen ein bisschen wenig Damage. Ist noch was Spannendes hier? Das habe ich schon mal gesehen. Bei Gringotts und in der verbotenen Abteilung. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.